Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Leberwurst und Cholesterin, darf ich dann Leberwurst essen? Also, ihr Lieben, Plusweg, abonnieren, was sagt ihr? Darf man Leberwurst essen, wenn es um erhöhte Cholesterinwerte geht? Ist da was drin oder nicht? Ihr Lieben, ich hatte einen Patienten in einer Beratung, wo es tatsächlich darum ging, der gerne Leberwurst isst. Und dann die Fragestellung kam, irgendwas blendet hier. Wahrscheinlich ist das mein Licht vom Fenster. Nehmen wir die mal weg. Also, der mich fragte, ob er sozusagen Leberwurst essen kann, obwohl er erhöhte Cholesterinwerte hat. Bei den Cholesterinwerten muss man erstmal sagen, dass es ja Gesamtcholesterin gibt. Da steht immer Coll in den Laborwerten. Dann gibt es Untergruppen HDL, LDL. Das HDL hat nichts mit dem Essen zu tun, sondern ist am Art wie so eine Gesundheitspolizei. Wird durch Bewegung erhöht. Also das HDL ist das gute Cholesterin. Das LDL-Cholesterin, um das geht es. Das ist das, was wir aus fettreichen Produkten, vor allen Dingen tierischen Produkten, sozusagen das HDL erhöhen können. Allerdings, jetzt gute Botschaft, wird 90% über die Leber hergestellt. Das heißt, Cholesterin produziert der Körper selber und wir wissen mittlerweile, das ist auch die schöne Antwort. Kleine Mengen, also wenn ich ein bisschen was auf Brot machen möchte, mehr Korn, Vollkornbrot und man kann sogar unter der Leberwurst etwas Streichfett machen, weil das Streichfett gesunde Fettere hat, während die tierische Wurst, also die Leberwurst, die aus tierischen Produkten hergestellt ist, eher ein Anteil Leberwurst, eventuell, ne? Früher war ja auch Leber drin. Und da die Leber alles verstoffwechselt, haben wir damit auch das Cholesterin drin. Wenn sie aber aus reinem Fleisch hergestellt wird, hat der Fleischanteil auch ein bisschen Cholesterin, weil jedes Tier eine Leber hat, die Cholesterin über die Leber herstellt. Und daher ist halt die Menge entscheidend. Da wir aber mit einer Mischkost unterwegs sind, und die Menge entscheidend ist, ich würde immer gucken, dass das Brot sozusagen, bevor die Leberwurst darauf kommt, dass die Leberwurst immer dünner ist als das Brot selber. Das heißt, habe ich Knäckebrot, muss ich es sehr dünn machen. Habe ich ein Graubrot-Mischbrot, kann man eben gucken, das ist ja ungefähr so fingerdick, dass ich sozusagen dann dünn die Leberwurst draufsetze. Weil der Sättigungseffekt soll nicht über die Leberwurst kommen, sondern über das, mit was ich die Leberwurst esse. Also zum Beispiel. Na, mit dem Brot. Ihr könnt ja auch Gewürzgurken dazu essen, kann man noch den Gemüseanteil annehmen oder extra Tomate, Gurke, je nachdem Paprika, was ihr da geschmacklich mögt. Also ihr Lieben, kleine Menge, Leberwurst ist in Ordnung. Ja, die Menge macht's, wie häufig. Und für den Cholesterinspiegel spielt am Ende nicht die Leberwurst alleine eine Rolle, sondern immer die Tageslast und wie häufig ich hintereinander Dinge esse, die den Cholesterinspiegel anheben. Also Leberwurst für alle, die es gerne mögen, könnt ihr einbauen. Menge ist entscheidend. So, ihr Lieben, denkt dran, Plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Und Dankeschön. Vorher gucken, ich muss schmunzeln, weil ich irgendwie immer mit dem Finger war, unterwegs war. Und ich habe die Rückmeldung bekommen, wir sollen mal den Finger wegmachen. Das ist ja auch richtig, ihr Lieben, falls ihr euch dadurch gestört fühlte. Das war nicht meine Intention, sondern irgendwie ist das hier so ein automatisches Ding. So, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuhören und habt einen schönen Tag und ja, hoffe, es geht euch gut.